Fischer, wär's erstmal mit Hoffmann, hat er ein ziemlich großes Glas und dann eine Glasröhre und die tauchte er in LSD und ließ einen Tropfen. Und das hat bei uns schon mächtig gewirkt. Ich finde LSD schon gut, dass man so gewissermaßen eine Welt, von der die sonst gar keine Ahnung haben, dass die eröffnet wird durch LSD und das LSD ist gewissermaßen ein Türöffner. Aber Sie interessieren sich auch für Computer, oder? Nein, gar nicht. Wo das Denken und die Maschine zusammenkommt, das ist uninteressant. Das wäre in mir, dann wird es um etwas anderes, etwas eine geistige Entwicklung. Rauschmittel schon besser. Ich fand immer, dass die Sache denn etwas klarer wurde, nicht wahr? In der Nähe des Todes. So, dass Nietzsche auch sagt, Gott ist tot, die Götter sterben, aber die Titanen werden sehr mächtig. Die Technik ist ja nur ein Kleid, eine Rüstung der Titanen. Wir leben in einer Zeit, die so revolutionär ist wie vielleicht überhaupt keine andere vor uns. So einen wie Leonardo da Vinci habe ich jedenfalls nicht getroffen. Das wäre jetzt doch immer möglich. Ja, man sagt ja, die Welt ist großes Spielzeug. Ich denke, dass sich das allmählich zum Weltstaat entwickelt und dass der Weltstaat ja gewissermaßen in der Technik schon vorhanden ist. Wir sind ja global vollkommen von elektrischen Nachrichten und Symbolen und Zeichen umgeben. Der Anarch unterscheidet sich gerade dadurch zum Anarchisten. Der Anarchist greift ja ein, er begeht Attentate, zuletzt Selbstmord. Der Anarch betrachtet die Sache und macht sich seine Gedanken, aber er greift nicht ein. Durch eine Verfügung von Friedrich Wilhelm IV. Bekam der, der ihn 50 Jahre getragen hatte, noch eine Krone darauf. Meinen Kameraden, wie hieß er doch gleich, der ihn auch hatte, den Polen Moritz. Ja, und der sagte... Ja, dem sagte ich, haben Sie die Krone schon bekommen? Sagt er, von der Republik nehme ich doch keine Krone an. Eigentlich auch ganz logisch.